Gratinierte Entenbrust-Mini-Burger mit pikantem Gorgonzola an karamellisiertem Apfel, Sellerie-Julienne und eingekochtem Balsamico-Essig. Eine schöne Entenbrust häuten und mit dem Messer nicht zu fein hacken. Im Kühlschrank ruhen lassen. Einen Apfel in dicke Scheiben schneiden und das Kerngehäuse entfernen. Eine Pfanne erhitzen, den Zucker hineingeben und, sobald dieser zu karamellisieren beginnt, die Apfelscheiben darin von beiden Seiten braten. Danach die Apfelscheiben herausnehmen und lauwarm abkühlen lassen. Ein Sellerieherz zuerst in dünne Scheiben und anschließend in feine Streifen schneiden, Julienne. Das gehackte Entenfleisch aus dem Kühlschrank nehmen, mit Salz, Pfeffer, ein paar Tropfen Zitronensaft und etwas Olivenöl würzen und danach mit einer Form die Mini-Burger formen. In einer Pfanne etwas Öl erhitzen, die Mini-Burger auf hoher Flamme von beiden Seiten scharf anbraten und dabei versuchen, den Kern leicht blutig zu lassen. Mini-Burger aus der Pfanne nehmen. Mit dem Gorgonzola-Messer den pikanten Gorgonzola, das Ganze im vorgeheizten Ofen backen, um den Gorgonzola gut zu schmelzen. Die lauwarmen Apfelscheiben in der Tellermitte anrichten und die mit etwas Öl, Zitronensaft, Salz und Pfeffer angemachte Sellerie-Julienne darauf verteilen. Zuletzt die gerade aus dem Ofen geholten Mini-Burger auf dem Teller anrichten. Das Karamell in der Pfanne mit Balsamico-Essig ablöschen, einkochen lassen und auf dem Gericht verteilen. Das fertige Gericht? Gratinierter Entenbrust-Mini-Burger mit pikantem Gorgonzola, ankaramellisiertem Apfel, Sellerie-Julienne und eingekochtem Balsamico-Essig. Zutaten? Eine frische Entenbrust, ein großer Apfel, ein Sellerieherz, 100 Gramm Zucker, ein kleines Glas Balsamico-Essig, Salz, Pfeffer, Olivenöl, eine Zitrone.